Ja, hallo und da sind wir auch wieder bei Hexe 2. Ja, es ist ja schon eine halbe Ewigkeit her, als wir das letzte Mal im Abenteuergedöns waren und jetzt sind wir wieder zurück im Abenteuergeschehen. Und ja, in der Zwischenzeit, wieder viel zu tun gehabt, arbeitstechnisch, so wie man es schon häufiger hatte, bei etwas längeren Pausen von Hexe. Und ja, dann sonst die Wochenenden auch mit Streaming oder mit Ausruhen oder mit ein bisschen Programmierung verbracht, halt so Kram zwischendurch, beziehungsweise Streaming auch so zur Content-Produktion, aber klar, Hexe hat natürlich das Nachsehen gehabt, aber das soll nicht dabei bleiben, es soll tatsächlich auch noch ein paar Videos kommen hiervon, also so einfach auf Eis legen, ohne jegliche Nachricht, wollte ich das sowieso nicht. Es war halt wirklich auf undefinierter Pause jetzt und jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen zurückholen. Ansonsten, wir waren ja eigentlich hier in dem Ganzen rund ums Haus tätig. Die letzten Tätigkeiten, wer sich noch erinnert, an irgendwie, ja, Mitte April kam die letzte Episode hiervon, haben wir kleine Tätigkeiten gemacht. Wir können ja mal schauen, wo wir stecken geblieben sind für alle Leute, die schon vergessen haben. Genau, hier unten hatten wir tatsächlich auch noch nichts aufgebaut. Wir hatten zwei Folgen, wo wir so ein bisschen Klamauk hier ums Haus gemacht haben. Werden wir natürlich dann auch entsprechend weitermachen, keine Frage. Wir wollten allerdings erstmal ein wenig Abenteuer reinwerfen, denn hier war ja immer unsere Schmelzerei, hier gemütlich an dieser Ecke. Das wird sich natürlich ändern. Hier kommt dann eine große Schmelzerei hin, mit auch vernünftigem Abstieg hier auch irgendwie. Ja, wir müssen hier auf jeden Fall eine gescheite Treppe irgendwie bauen. Hier ist keine entstanden, weil hier der Berg reingeneriert ist, genau. Hier machen wir mal einen schönen Abstieg noch rein. Und hier kommt eine schöne Schmelzerei, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, aber 5x5, mal mindestens. Nicht dieses 3x3, ist auch bescheuert. Und dann haben wir ordentlich Platz und machen das Ganze ein bisschen schöner, auch mit ordentlich Besens und Tables zum Abpumpen. Aber wie gesagt, das werden wir dann auch sehen, sobald das dann auch kommt. Ich hätte mir schon einen Wegpunkt gesetzt. Das ist einfach nur zum Portal. Da würde ich gerne mal extravagant ein paar Highlights setzen. Okay, und jetzt können wir uns abstoßen. Ganz widerwärtig abstoßen und schön hinfliegen. So, alles klar. Oh, mit der Skilob, stimmt, das haben wir gesehen. Ja, das ist ja das vom Portal. Ja. Oh, da hat man schon lustige Kollegen, da würde ich fast behaupten. Nee, das ist Höhle. Oh, hey. Geht schon direkt los hier. Ja, die Texturen sind noch ein bisschen stehen geblieben. Daran arbeite ich. Das ist so eine Sache, Performance hat sich ein bisschen geändert, Performance Mods. Experimentiere ich noch aktuell mit rum. Wird sich dann auch legen. So, alles klar, da gucken wir mal, wo wir einen gescheiten Eingang finden. Übrigens, wenn ich ein bisschen verschnupft klinge, Allergie kickt hart rein. Kommt auch noch dazu, aber das kennt man schon. Auch für Leute, die schon länger auf dem Kanal sind. Das kennt man schon in- und auswendig. Dass das im Sommer oder im Spätfrühling leider schon anfängt. Ich denke mal, wir werden es auf hier einbauen. Man kann das zwar irgendwie aktivieren durch den Schalter, aber das geht mir sowas von am Arsch vorbei. So, und los geht's. Na, ihr? Habt ihr Bock? Ich auf jeden Fall. So. Und rein, ihr kleinen Penner. Genau. Hier wäre das gewesen. Aber egal. Mumien sind es. Okay. Ich glaube, die hatten auch schon mal, ja. Alter. Jo, unser Loot-Rucksack werden wir auf jeden Fall dringend brauchen. Jo, infiltrieren wir gerade mal den ganzen Spaß hier. Gehen wir erstmal nach oben hier. Ihr kleinen Flitzpiepen. Genau, schießt euch gegenseitig an. Ja, spacken. Oh, das Schwert, die Ausrüstung ist einfach so immer. Das macht einem auch so schnell keiner nach. Oh. Okay, schnell wieder essen. Oh ja. Danke, lieber Archer. Hast du alles auf uns auf einmal gelevelt? Boah, Alter, wie viele Inferno die auch schon rumgeistern, ne? Ganz viele. Holy shit. Mal hier löschen. Also, wer hat denn da sein? Boah, Alter. Huiuiui, die haben Bogenspaß. Okay, Rüstung sieht gut aus. Die haben wir noch repariert. Beziehungsweise ich mal offscreen, wenn überhaupt. Okay. Ihr kleinen. Oh, Alter. Holy shit. Nein, 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 nein. Ich möchte nicht brennen. Oh, wir sind schon eine Lebensklasse runter. Alter. Okay, wir brennen. Ist nicht mehr? Okay. Wasser einmal. Ein treuer Begleiter. Immer mitnehmen. Oh, meine Güte. Okay. Halten wir mal kurz auf. Oh! Guten Tag! Na du? Alter, auch schon wieder Infernal. Was ist mit denen? Hier, der zweite ist hier Infernal. Okay. Loot Backpack. The World as we know it. Wieder was zum Lesen. Sehr schön. Oh, Alter. Das macht das rein. Oh, wieder viel zum Eisen holen. Aber wir können bald Eisen scheißen. Das ist halt echt extrem. So, wunderbar.
Dann wieder den Veggie-Scorer reingemeldet. Der hält natürlich nicht so lange vor allem, wenn wir so dauerbeschossen werden. Die Räume gucken wir uns später, wie gesagt, alle schön in Ruhe an. Den Loot gibt es dann als Bonus obendrauf. Naru-Rothelm. Oh ja, der war ja schnell Geschichte. Oh, Alter, diese Bogenschützen, die haben echt übelst Aggression. Holy shit. Was ist mit dir? Und Mumie. Ja, 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 genau. Sehr berechenbar. Oh, hier. Keine Ahnung, was das jetzt ausgelöst hat. Oh, der Hebel ist klar. Das war nie im Leben alles. Ich höre sie überall noch röcheln. Ist hier drin niemand? Okay, keiner aktuell. Auch sind hier zwei Bosse? Das wäre richtig krank. Ach, das ist hier nur so ein... Das gehört hier oder was? Oder gehört das dazu? Nein, das ist mal eine zweite Struktur, ne? Cobwebs. Irgendwann braucht man sie mal. Oh ja, wirklich. Die gibt es ja so auch nicht. Außer mit einer Schere natürlich, klar. Ich höre die Röchelmänner noch überall. Die müssen auch irgendwo hier sein. Gut, das ist ein normaler Zombie. Der darf auch existieren. Ach du Scheiße. Okay, wenn man Essen braucht, gerne mitnehmen. Okay, für den Furnaces muss auch mal überprüfen. Gibt es auch was, aber lassen wir erstmal so bleiben. Hier gibt's. Oh, Alter, hier gibt es doch einen. Alter. Einer, der wieder aggressive Tendenzen hat. Auch ein schönes Bild hier vom Ende. Müssen auch mal ein paar aufhängen, tatsächlich. Oh nein, hier soll handeln. Und Boot fahren, natürlich. Oh ja, hier ist auch noch eins. Ja, und den nehmen wir auch mal mit hier. Ist doch ganz nett. Bilder sind natürlich kosten nichts, aber trotzdem, wenn man die schon mal hat als Item. Ui. Wir haben uns mal richtig erschrocken hier im ersten Hexe. Ja, ja, da gab es ja auch so ein Bild. Hat uns richtig verjagt. Oh, ob ich das wieder finde, ich glaube nicht. Würde ich gerne einblenden. Ach du Scheiße. Yo. Okay. Ach, ist verrückt. Also für den Loot waren hier echt wenige Monster, die uns per se auf den Piss gegangen sind. Cotton Seeds, okay. Das alles brauchen wir nicht, obwohl wir brauchen noch immer... Habe ich das jetzt? Nee, habe ich noch nicht. Das ist so eine Sache mit dem Bow Infinity. Das ist eine Geschichte. Wir brauchen leider immer noch einen Pfeil. Das ist total dumm. Ja, jetzt geht's aber. Ein Revolver. Uiuiui. Und sonst Eisen bis zum absoluten Abwinken. Der Loot Backpack denkt sich auch schon, holy shit. So lange in Ruhepause und jetzt schon direkt voll beladen. Unten ist definitiv noch was. Ja, schauen wir uns das Ganze unten mal an. Na, warst du das die ganze Zeit, Herr Röchelmann? Dann sag doch was. So, hell gemacht, Diamantfeldhacke. Es ist sehr wichtig. Holy shit, Spider Leather, das ist neu. The giant spider's hide still sticks to everything it touches. It's too gross for you to touch for a long period of time, but a craftsman who's more accustomed to such work can probably fashion this into something neat. Wieder was zum Eintauschen, bin mal gespannt. Alter, wir haben wieder keinen Platz. Nee, wirklich nicht. Da würde ich behaupten, wir machen das, weil es hier unten ist, zu unserer Loot-Truhe und das Ganze wird sich dann später reingegönnt. Ja. Ein Ort, um den ganzen Loot zusammen zu konsolidieren. Och ja, wir müssen definitiv was von diesen albernen Bildern mal aufhängen. Hier haben wir auch eine Schlafstube. Okay, wenn wir irgendwann mal Bettenmangel haben. Ja. Oh, aber Damage. Schade, sonst wäre das eine riesen Eisenquelle. Ach, Eisenquelle. Brauchen wir sowieso nichts mehr. Was ist denn hier? Oh, guten Tag. Oh, Alter, was ist mit den Infernals hier? Nicht mehr normal. Hast du Durst? Nix hier. Okay. Alles auch wirklich mega kurios hier. Hä? Bullshit. Ui, sind noch welche mehr im Innenhof? Guten Tag. Na, ihr? Kommen die her? Kirche? Ich lasse mich auch hier leicht ablenken, wahrscheinlich wir die Hälfte jetzt übersehen. Was ist denn das hier? Ganz schön verwinkelt. Oh, na, Turmwächter. Nix, Biste. Okay, ja, das war halt echt nur so ein Ausguck mit so einem Goldheini hier oben. Sehr interessant gemacht. Hier ist, glaube ich, auch nur so ein Balkon, nehme ich an. Ja. Genau, hier hätten wir nämlich auch rumgekonnt, theoretisch. Ja, ja. Diese Eisengitter sollte man auch mal abbauen. Das wäre natürlich
auch ein bisschen was. Wie gesagt, das ist immer... Also ein Eisen kommt man in der Serie. Holy shit, da kommt man so schnell. War das der Brunnen, wo man abtauchen konnte? Nee, das war ja auch ein anderer Dungeon. Genau, da kam man durch den Brunnen wieder. Das war ein anderes Layout. Genau, genau. Ja, dann schauen wir mal hier weiter. Na, ihr? Oh! Ihr seid ja... andere Mumien. Okay. Aber auch kein Ding. Ist ja ein Bild. Ja. Skurrile Bilder. Wir hatten ja lange das Weihnachtspack drin. Oh, der Rufelkopter. Holy shit. Bleib geschmeidig. Was ist das? Ja. Nur vergiftet. Oh, hier unten geht's. Uiuiui. Alter, was ist hier los? Das ist ein Panda. Das sind mehrere Pandas. Ey, ihr Penner. Alter, wer hat denn hier Aggression? Das sind alle hier, ne? Alter, ihr Infernal ist wirklich irre. Okay, jetzt haben wir sogar die ganze Rüstung einmal durchgelevelt. Deswegen ist es auch umso besser, dass wir hier mal nochmal ins Gemüse gehen. Die Pandas, die chillen mal original ihr Leben. Im brennenden Raum, wohlgemerkt. Ja, Teppich löschen ist immer so super klug. Bilder haben wir echt genug. Ja, doch, das gab's damals schon. Okay, wir können hier sogar professionell hell machen. Na, Panda-Bären. Wenn dir der geröstete Panda nicht schmeckt, lass liegen. Wenn dir der geröstete Panda nicht schmeckt, lass liegen. Okay. Oh, mir schmeckt der geröstete Panda nicht. Oh nein. Das ist echt... Also, ich konnte leider gerade nicht anders. Holy shit. Oh, ist die alle voll gefüllt? Nee, ich dachte schon, holy shit, die alle... Obwohl. Yo, yo. Das ist die Burg, okay. Nee, so gemischtes Zeug. Jetzt nicht der überkrasse Shit, aber wirklich voll mit krankem... Alter. Naja, solche Gebrauchsgegenstände, die brauchen wir halt auch immer wieder. Zum Beispiel dieser Steinpfad. Nee, aber da fallen so Sachen wie die Essenzen, Glowing Water, da müssen wir auch mal irgendwas machen. Dieses Glowing Bread, das war... Ach du Scheiße! So gut war das? Nein. Hä? Hä? Das ist ja wild. Alles voll? 20 Sättigung? Für einmal Glowing Water und 3 Brot? Gut. Okay, wir merken uns die Orte. Ich kann das ja sehr gut weg. Ist aber jetzt mal endgültig Schluss hier. Schluss ausgebrannt hier. Richtig ausgebrannt hier, wie die Jugend von heute. Okay. Es geht immer tiefer. Holy shit. Okay. Ich habe so das Gefühl. Oh shit. Hier geht's auf jeden Fall schon in den Diamantenbereich. Ja, wir werden, glaube ich, gleich der Shelob, der wunderbaren Spinne, begegnen. Loot. Wetten nicht. Gab es hier irgendwie einen versteckten Schalter? Nee, oder? Gibt's hier wirklich Loot? Ich bin mir nicht so sicher. Gehen wir mal nicht dahin. ETF. Irgendwie erinnere ich mich an diese... Okay. Run away! Nein! Es... Oh, what the fuck? Sand? Ich dachte schon, es wäre eine TNT-Falle. Ah, eine Sandfalle, das ist natürlich... Oh Mann, oh, wir müssen wieder Zeug hier lassen. Holy shit, weil es hier so viel ist. Junge, 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 Junge. Oh, wieder Diamantsachen. Diable. Oh, hey, je. Verrückt. Oh, noch mehr Sand. Die wollen auf jeden Fall, dass man erstickt. Aber natürlich die hyperschnelle Schaufel. Alter, alles. Was? Ja, aber irgendwie doch, es weckt wirklich uralte Erinnerungen. Echt verrückt. Ich bin echt so froh, dass sie an diesen alten Dungeons festgehalten haben. Das ist echt nur so ein Nostalgiefaktor. Für alle, die auch Hexit 1 gespielt haben. Ui. Na du? Holy shit. Was haben wir denn hier?
Der dunkle Magier. Nein. Oh, er hat Sticky. Er hat Sticky. Du kleiner Spacko. Der Necromancer. Und tschüss. Okay, das ist nur einmal weggepfiffert. Alter. Okay, Essen. Heilige Scheiße. Oh, das ist... Nee, auf dich hab ich keinen Bock. So. Ah, hier geht's ja extrem weiter. Holy shit. Was ein Riesendungeon. Oh, und so viel Zeug. Und ein Hardcontainer. Gönnen wir uns auch gern. Sehr schön. Enchanting Table. Alles da, alles da. Crossbone. Dreimal Looting 3. Okay. Es ist echt, oh, wir sind wieder mehr als ausgerüstet hier nach. Selbst wenn wir wirklich von Null anfangen würden. Ich meine, so kämen wir nicht so weit. Ist das hier die Sandfalle? Da Untertausend Zombie gaunert hier auch rum. Ich glaube, das ist die Sandfalle gewesen. Oh, Alter, wie viele... Ah, das ist jetzt überall der Sandfalle, genau. Nothing here. Wie blöd. Sind das hier wirklich solche Revisionsgänge oder so? The fuck? Ne, hier ist dieses Nothing hier von unten, genau. Echt komisch. Sehr interessantes Layout, das mal so zu sagen. Gehen wir mal. Alter, hier gibt's überall Türen. Es sind echt diese Revisionsgänge, die haben es einfach so. Man kann hier wirklich lang gehen, und die Fallen sich begutachten. Hier ist ein Knast. Och, jo, ja. Okay. Dann nehmen wir auch mit. Die kleinen Räume, die sehen wir sonst nie wieder. Sie geht auf jeden Fall schon ordentlich ab. Okay, die Fackeln werden ein bisschen knapp. Das ist natürlich... Alter. Überall gibt es Verbindungen. Echt verrückt. Okay, den Necromancer haben wir platt gemacht. Das war dieses Fragezeichen, der Fragezeichen-Typ. Der war natürlich unbekannt. Na, den hatten wir auch schon mal als Boss gehabt. Ja, Kisten, die wir schon abgebaut haben, also leergeräumt haben, die bauen wir auch ab. Hier ist nur eine Schlafkammer. Dann müssen wir jetzt nochmal ein bisschen backtracken, wo jetzt die Shelob ist, weil die wartet definitiv noch auf uns. Ach du Scheiße. Jo, Skelett denkt sich auch mal hier, ich spawn einfach mal ganz frisch in der Ecke. Und hier irgendwie so ein Enderdrachen-Mosaik. Mal hier. Und hier. Sehr schön. Ja, hier sind wir schon lang gegangen. Bum, 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 bum. Skyrim Metal. Ja, fällt mir jetzt erst auf. So, hier schauen wir mal genauer. Beziehungsweise das sind nur Gänge, wo die drauf waren. Ne? Ja, genau. Hier sind wir rein in diese kleine Sache. Was war hier? Hier waren die, genau. Um unsere Fackelreserven ein bisschen aufzustocken. Sehr schön. Okay, 18 Stück. Helfen schon mal. Das kommt rein. Hier dieses Spider-Leather. Ja, das nehmen wir später alles mit. Das ist echt viel zu viel. Spider-Helmet. Glas. Alter, der Loot ist echt verrückt. Aber sehr ausgewogen. Also Loot gefällt eigentlich ganz gut. Also ein bisschen... Also ich vermisse immer noch die Rucksäcke, dass es die nicht mehr als Loot gibt. Aber es geht technisch leider nicht mehr mit der neuen Backpack-Mod. Oh, mein Yulin-Rapier macht mir aber Sorgen, dass das durchhält. Oh, die Bundesliga-Hymne wieder. 2018, 2019. Sehr gut. Also, hier höre ich... Hier höre ich definitiv was. Oh, shit. WTF. Dirt Creeper. Weg mit dir. Oh, das Spinnennetz ist im Spinnennetz. Wie doof. Oh, shit. Könnte mich auf der Spur sein? Ja. Ich höre es doch hier. Oder hier oben? Ich habe gar keine Ahnung. Gucken wir mal hier. Was? Skelett hier? Und das ist auch eine Höhle.
hier war der Necromancer, okay. Ja, hier geht's auf so eine Revisionsklappe. Nee, wir werden das nächste Mal, ja genau, wir werden das nächste Mal das erkunden müssen, denn ein Boss fehlt noch. Dann werden wir uns der Shelob widmen. Dann wird das hier ein Zweiteiler. Genau, den Spinnenboss, den würde ich gerne noch sehen. Aber das kriegen wir in der Folge jetzt nicht mehr hin. Ja, da bin ich mal echt gespannt, was es hier mit diesem Geräusch hier auf sich hat. Schauen wir mal, was da noch so kommt. Und wir haben natürlich jetzt echt einen Arsch voll Loot nochmal. Holy shit, nochmal an Essenzen, alles mögliche. Hier war Loot als Troll quasi. Oder bei hier ist es nur Redstone gewesen. Echt verrückt. Na gut, wie dem auch sei, wir werden nächstes Mal dann hoffentlich hinter das Geheimnis kommen und uns noch der Shield abstellen. Und da bin ich mal gespannt, was noch so kommen wird. Seid auf jeden Fall gespannt und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Hexe 2. Bis dahin, macht's gut und tschüss.